Vers 37. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, der zusammen mit Radha in seinem persönlichen Reich Goloka residiert. Radha, die seine ekstatische Energie verkörpert, gleicht seiner spirituellen Gestalt und ist mit 64 Kunstfertigkeiten ausgestattet. Beide sind umgeben von Radhas Vertrauten, den Sakis, die Emanationen ihrer transzendentalen Gestalt sind und von ewig glückseligem spirituellen Rasa durchdrungen und belebt werden. Erläuterung: Obwohl der absolute Herr und seine Energie eine Einheit bilden, existieren sie dennoch ewig als getrennte Wesen, als Radha und Krishna. Sowohl in der ekstatischen Energie, Radha, als auch im transzendentalen Herrn, Krishna, existiert Sringara Rasa, romantische Liebe, deren Qualität jenseits unseres menschlichen Vorstellungsvermögens liegt. Der Vibhava, die Ursache jenes Rasa, köstliche Eigenschaft, ist zweifach, nämlich Alambana, Stütze, und Udipana, Stimulierung. Von diesen beiden teilen sich Alambana wiederum in zwei Kategorien auf, nämlich Ashray, das Reservoir, und Vishay, das Objekt. Mit Ashray sind Radhika und die Emanationen ihrer persönlichen Gestalt gemeint, und Vishay bedeutet Krishna selbst. Krishna ist Govinda, der Herr von Goloka. Die Gopis sind das Ebenbild Ashrays, jenes Rasa. Mit ihnen erfreut sich Krishna in Goloka seiner ewigen Spiele. Nija Rupataya bedeutet mit den von der ekstatischen Energie manifestierten Merkmalen. Die 64 in den schönen Künsten zu findenden Tätigkeiten sind folgende. Erstens Gita, die Kunst des Singens. Zweitens Vadya, die Kunst des Musizierens. Drittens Mritya, die Kunst des Tanzens. Viertens Natya, die Kunst des Theaterspielens. Fünftens Alekaya, die Kunst des Malens. Sechstens Vishesha Kachedya, die Kunst des Schminkens von Gesicht und Körper mit farbigen Pasten und Kosmetika. Siebtens Tandula Kusuma Bali Vikara, die Kunst der Zubereitung von Opfergaben aus Reiskörnern und Blumen. Achtens Pushpa Starana, die Kunst, eine Bettdecke aus Blumen zu fertigen. Neuntens Dashana Vasananga Raga, die Kunst, Mittel zur Reinigung von Zähnen und Gewändern und zur Körperbemalung zu verwenden. Zehntens Mani Bumika Karma, die Kunst, den Boden mit Edelsteinen zu schmücken. Elftens Shaya Rachana, die Kunst, das Bett zu machen. Zwölftens Udaka Vadya, die Kunst, auf mit Wasser gefüllten Gefäßen zu musizieren. Dreizehntens Udaka Kata, die Kunst, mit Wasser zu spritzen. Vierzehntens Chitra Yoga, die Kunst, Farben zu mischen und zu benutzen. Fünfzehntens Malya Gradana Vikapya, die Kunst, Blumenbinden zusammenzustellen. Sechzehntens die Kunst, Kopfschmuck passend aufzusetzen. Siebzehntens die Kunst, sich im Ankleideraum richtig anzuziehen. Achtzehntens die Kunst, das Ohrläppchen zu schmücken. Neunzehntens die Kunst, Duftstoffe richtig zu verwenden. Zwanzigstens
die Kunst, Schmuckstücke anzubringen oder einzufassen. 21. Die Kunst des Jonglierens. 22. Die Kunst des Dekorierens. 23. Die Kunst, Taschenspielertricks anzuwenden. 24. Die Kunst, eine Vielzahl von Salaten, Broten, Kuchen und köstlicher Speisen zuzubereiten. 25. Die Kunst, köstliche Getränke herzustellen und einen Trunk rot zu färben. 26. Die Kunst des Nähens und Webens. 27. Die Kunst, mit Fäden zu spielen. 28. Die Kunst, auf der Vina und einer kleinen x-förmigen Trommel zu spielen. 29a. Die Kunst, sich Rätsel auszudenken und zu lösen. 29b. Die Kunst, Verse zu wiederholen oder als Gedächtnistest oder Geschicklichkeitsübung Verse nacheinander aufzusagen. 30. Die Kunst, mit der Sprache so umzugehen, dass andere kaum eine Antwort finden. 31. Die Kunst, kurze Sketche und Anekdoten aufzuführen. 33. Die Kunst, rätselhafte Verse zu entschlüsseln. 34. Die Kunst, Entwürfe für Schild, Bogen und Pfeile herzustellen. 35. Die Kunst, mit der Spindel zu spinnen. 36. Die Kunst, Holz zu bearbeiten. 37. Die Kunst der technischen Konstruktion. 38. Die Kunst der Prüfung von Silber und Edelsteinen. 39. Die Kunst der Metallkunde. 40. Die Kunst, Edelsteine zu färben. 41. Die Kunst der Mineralogie. 42. Die Kunst der Kräuterheilkunde. 43. Die Kunst, die Kampfweise von Schafen, Hähnen und Vögeln zu kennen. 44. Die Kunst, Papageien zu halten bzw. Papageienmännchen und Weibchen das Sprechen beizubringen. 45. Die Kunst, jemanden mit Duftölen zu heilen oder zu reinigen. 46. Die Kunst des Frisierens. 47. Die Kunst, sich anhand der Buchstaben und Zeichensprache zu verständigen. 48. Die Kunst barbarischer oder fremdartiger Spitzfindigkeit. 49. Die Kunst, Provinzdialekte zu kennen. 50. Die Kunst, Prophezeiungen durch himmlische Stimmen zu erkennen oder auch die Kunst, aus Blumen Spielzeugkutschen herzustellen. 51. Die Kunst der Mechanik. 52. Die Kunst, Amulette zu verwenden. 53. Die Kunst, Gespräche zu führen. 54. Die Kunst, aus dem Stegreif Verse zu ersinnen. 55. Die Kunst, sich ein literarisches Werk oder ein medizinisches Heilmittel auszudenken. 56. Die Kunst, nach dem Erbauer benannte Heiligtümer zu errichten. 57. Die Kunst der Anwendung von Lexikographie und Versmaßen. 58. Die Kunst, sich zu verkleiden. 59. Die Kunst der Kenntnis besonderer Glücksspiele. 60. Die Kunst, mit Würfeln und Magneten zu spielen. 61. Die Kunst, Kinderspielzeuge zu benutzen. 62. Die Kunst, Disziplin durchzusetzen. 63. Die Kunst, siegreich zu sein. Und 64. Die Kunst, seinen Herrn bei der Morgendämmerung mit Musik zu wecken. All diese Künste sind in ihren jeweiligen ewigen Formen in Goloka als Bestandteile von Rasa stets sichtbar.
Während sie in der weltlichen Sphäre von der spirituellen Chit-Energie Yoga-Maya uneingeschränkt in den Spielen von Vraj offenbart werden. Sri Rupa sagt daher, Sadanantai Santita, Krishna ist in seiner ganzen Schönheit und mit seinen unbegrenzten Spielen für immer in Goloka zu sehen. Und manchmal wird eine Variante dieser Spiele auf der weltlichen Ebene sichtbar. Sri Hari, der höchste Herr, entfaltet hier auch Spiele, wie seine Geburt in Begleitung seiner Gefährten. Die göttliche spielerische Kraft erfüllt im Einklang mit Krishnas Willen die Herzen seiner Gefährten mit geeigneten spirituellen Empfindungen. Jene Spiele, die sich auf der weltlichen Ebene manifestieren, sind seine sichtbaren Spiele. Genau die gleichen Spiele existieren aber auch in ihrer nicht sichtbaren Form in Goloka, jenseits der Reichweite weltlichen Wissens. In seinen sichtbaren Spielen hält sich Krishna in Gokula, Mathura und Dwaraka auf. Spiele, die an diesen drei Orten nicht wahrgenommen werden, sind an ihren äquivalenten Orten in Goloka, Vrindavan sichtbar. Aus diesen Schlussfolgerungen wird deutlich, dass zwischen den sichtbaren und den nicht sichtbaren Spielen kein wesentlicher Unterschied besteht. Der Apostel Jiva Goswami bemerkt in seinem Kommentar zu diesem Shloka, wie auch in seinen Ausführungen zum Ujjwala Nilamani und im Krishna Sandarbha. Die sichtbaren Spiele Krishnas sind eine Schöpfung seiner Chit, spirituellen Energie. Da sie einen Bezug zu weltlichen Geschehnissen haben, zeigen sie gewisse Merkmale, die durch den Einfluss der begrenzten Kraft Maya als wirklich erscheinen. Jedoch können diese nicht in der transzendentalen Realität existieren. Die Vernichtung von Dämonen, illegitime Liebesbeziehungen, seine Geburt und so weiter sind Beispiele dieser Eigentümlichkeit. Die Gopis sind die Emanationen der ekstatischen Energie Krishnas und sind daher Teil seines eigenen Wesens. Wie kann also von einer illegitimen Beziehung die Rede sein? Die Situation der Gopis als heimliche Geliebte, die man in Krishnas sichtbaren Spielen findet, ist nichts weiter als das weltliche Spiegelbild der transzendentalen Realität. Die verborgene Bedeutung, die den Worten Sri Jiva Goswamis zugrund liegt, wird, sobald sie ans Licht gebracht wird, im Leser keinerlei Zweifel zurücklassen. Sri Jiva Goswami ist unser Prediger der transzendentalen Wahrheit. Er ist ein treuer Nachfolger Sri Rupas und Sanatanas. Überdies ist Sri Jiva in den Spielen Krishnas eine der Manjaris. Fußnote 16. Manjaris, vertraute Helferinnen Radharanis. Überdies ist Sri Jiva in den Spielen Krishnas eine der Manjaris. Er ist also mit allen Aspekten der transzendentalen Realität vertraut. Manche Menschen sind jedoch nicht imstande, den Sinngehalt seiner Ausführungen zu verstehen. Sie interpretieren seine Worte auf ihre Weise und verschwenden ihre Zeit mit nutzlosen Konversionen. Sri Rupa und Sanatana erklären, dass zwischen den sichtbaren und nicht sichtbaren Lilas kein wirklicher und wesentlicher Unterschied besteht. Der einzige Unterschied liegt darin, dass die eine Lila in der weltlichen Sphäre offenbart wird, die andere hingegen nicht.
Bei der überweltlichen Manifestation existiert absolute Reinheit im Betrachter und im Betrachteten. Wer durch besonderes Glück die Gunst Krishnas empfängt, kann sich von allen weltlichen Fesseln und Beziehungen freimachen und in die transzendentale Region eingehen. Und wenn solch ein Mensch noch während seiner Sadhana-Zeit die Vielfalt der Rasas wirklich zu kosten vermochte, kann er einen Einblick in die vollkommene und absolut reine Lila von Goloka erhalten und den damit verbundenen Geschmack erfahren. Doch solch empfängliche Naturen sind nur selten zu finden. Auch jemand, der im weltlichen Bereich lebt, kann durch die Gnade Krishnas den Geschmack des Chit-Rasa kosten, wenn er seinen hingebungsvollen Dienst vervollkommnet. Ein solcher Mensch kann die Spiele von Goloka sehen, so wie sie in der diesseitigen Lila von Gokula manifestiert werden. Es besteht zweifellos ein Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen qualifizierter Wahrheitssucher. Fußnote 17. Hier wird zwischen denen unterschieden, die bereits ganz allen weltlichen Pflichten entsagt haben, und denen, die noch weltliche Pflichten erfüllen, aber ebenfalls im hingebungsvollen Dienst beschäftigt sind. In den letzten 5 Versen und Erläuterungen dieses Buches wird näher darauf eingegangen. Es besteht zweifellos ein Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen qualifizierter Wahrheitssucher. Solange jemand die absolut transzendentale Stufe noch nicht erreicht hat, muss seine Sicht der Spiele von Goloka durch seine noch anhaltenden Unzulänglichkeiten eingeschränkt sein. Die Vision der transzendentalen Realität variiert also je nach dem Grad der Selbstverwirklichung. Die Vision Golokas muss ebenfalls dementsprechend unterschiedlich geartet sein. Allein jenen gefesselten Seelen, die zu sehr an weltlichen Dingen hängen, fehlt das hingebungsvolle Sehvermögen. Einige von ihnen haben sich von den vielfältigen Formen der illusionierenden Energie umgarnen lassen, während andere unter dem Einfluss zentrifugalen Wissens nach Selbstauslöschung streben. Obwohl die in dieser Welt manifestierten Spiele des höchsten Herrn vor ihren Augen stattfinden mögen, können solche Seelen nur ein materielles Verständnis dieser sichtbaren Spiele haben, da ihrer Sicht die transzendentale Realität fehlt. Folglich offenbart sich Goloka im proportionalen Verhältnis zur Eignung des Geweihten, die wiederum vom Grad seiner Selbstverwirklichung abhängt. Das Grundprinzip ist so zu verstehen. Obwohl Gokula so heilig und frei von Unreinheit ist wie Goloka, wird es durch den Einfluss der Chit-Energie, Yoga, Maya, auf der weltlichen Ebene manifestiert. In den sichtbaren und nicht sichtbaren Angelegenheiten transzendentaler Regionen gibt es keinerlei Unreinheit, Verschmutzung oder Unvollkommenheit, wie man sie in der Welt der Begrenzung finden kann. Es besteht nur ein Unterschied in der Erkenntnis, die sich ihrerseits nach der Selbstverwirklichung der Sucher nach dem Absoluten richtet. Unreinheit, Unnatürlichkeit, fremde Elemente, Illusion, Unwissenheit, Unheiligkeit, völlige Unzulänglichkeit, Bedeutungslosigkeit und Grobheit. All diese Dinge gehören zu den Augen, dem Intellekt, dem Geist und dem Ego der bedingten Seelen, die von der materiellen Natur zum Narren gehalten werden. Sie haben nichts mit der essentiellen Natur der Transzendenz zu tun.
Je mehr man von diesen Verunreinigungen frei ist, desto mehr ist man in der Lage, das unverunreinigte Absolute zu erkennen. Die von den Schriften offenbarte Wahrheit ist frei von Unreinheit. Doch die Erkenntnisse der Wissenssucher in Bezug auf diese Realitäten sind, je nach dem Grad ihrer individuellen Verwirklichung, entweder mit Makel behaftet oder frei von Makel. Die zuvor aufgezählten 64 Künste existieren in Wirklichkeit nur in Goloka, ohne jede Einschränkung. Unnatürlichkeit, Bedeutungslosigkeit und Grobheit findet man in diesen Künsten je nach dem Grad der Selbstverwirklichung desjenigen, die nach dem Wissen vom Absoluten streben. Wie den Worten Srila Rupas und Srila Sanatanas zu entnehmen ist, existieren alle Spiele, die in Gokula sichtbar waren, in aller Reinheit und frei von allen Spuren der Begrenzung in Goloka. Nach den gleichen Maßstäben und logischen Schlussfolgerungen existiert somit die transzendentale autokratische Beziehung als Liebhaber und Geliebte in Goloka in unbegreiflicher Reinheit. Alle Manifestationen der Chit-Energie, Yoga-Maya, sind rein. Da es sich bei der oben erwähnten Beziehung zwischen Liebhaber und Geliebter um eine Schöpfung Yoga-Mayas handelt, ist diese Beziehung notwendigerweise frei von aller Verunreinigung und gehört zur absoluten Realität. Halten wir einen Augenblick inne, um darüber nachzudenken, was die absolute Realität eigentlich ist. Sri Rupa Goswami sagt Purvokta Sarataha. Im Hinblick auf diese Shlokas hat Sripad Jiva Goswami nach reiflicher Überlegung die transzendentale Liebesbeziehung als Vibrama Vilasa definiert. Als etwas, das offensichtlich verschieden von dem ist, was es zu sein scheint. Ebenso wie die durch Yoga-Maya ermöglichten Spiele des Geborenwerdens und so weiter nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Durch die Erklärung Tathapi Vraja Vanitanam hat Srila Jiva Goswami seine tiefgründige Schlussfolgerung zum Ausdruck gebracht. Durch scheinbaren Irrtum, wie Brahma Vilasa verursachte, von Freude erfüllte Spiele werden in den Schlusserklärungen Rupas und Sanatanas ebenfalls als Täuschungsmanöver Yoga-Mayas bestätigt. Da aber Sripad Jiva Goswami die Identität Golokas mit Gokula etabliert hat, muss davon ausgegangen werden, dass allen Spielen Gokulas eine transzendentale Realität zugrunde liegt. Als Ehemann bezeichnet man jemanden, der sich durch Heirat an ein Mädchen bindet, während ein Liebhaber den Moralkodex verletzt, um durch Liebesbezeugungen die Frau eines anderen für sich zu gewinnen, getrieben von dem Gefühl, dass ihre Liebe für ihn das Ein und Alles ist. In Goloka gibt es so etwas wie eine ehrliche Beziehung überhaupt nicht. Folglich gibt es dort auch keine Ehegatten, die zu einer solchen Beziehung gehören könnten. Und da die Gopis, die selbstständige, wirkliche Wesen sind, an niemanden durch Heirat gebunden sind, können sie auch nicht in wilder Ehe leben. In Goloka kann es daher keine Gegensätze in Form von Svakya, ehelichen, und Parakya, ehebrecherischen Beziehungen geben. Bei den sichtbaren Spielen auf der weltlichen Ebene gibt es den Ehebund. Aber Krishna steht über den Gesetzen der materiellen Welt. Deshalb ist die Existenz der Ehe im Kreis der allumfassenden Liebe eine Schöpfung Yoga-Mayas. Krishna,
genießt den einer Liebschaft gleichenden transzendentalen Rasa, indem er die durch den Ehebund gesetzten Grenzen überschreitet. Jedoch ist auch dieses Spiel, nämlich die Grenzen der von Yogamaya etablierten scheinbaren Moralgesetze zu durchbrechen, nur auf der weltlichen Ebene für jenes Auge sichtbar, das vom weltlichen Schleier umhüllt ist. In Wirklichkeit gibt es keine derartige Frivolität in den Spielen Krishnas. Der Rasa der geheimen Liebesbeziehung ist ohne Zweifel die Essenz aller Rasas. Würde man sagen, diese Rasa existiere in Goloka nicht, so käme dies einer beträchtlichen Herabsetzung Golokas gleich. Es entspricht nicht den Tatsachen, dass es im höchst vortrefflichen Reich von Goloka keinen höchst natürlichen Genuss von Rasa gibt. Krishna, der Ursprung aller Avataras, genießt diesen Rasa auf eine Weise in Goloka und auf andere Weise in Gokula. Obgleich deshalb für den weltlichen Betrachter die Grenzen der legitimen Ehebeziehung durch die Form der Liebschaft überschritten werden, muss der wahre Charakter dieser Beziehung in irgendeiner Form auch in Goloka vorhanden sein. Atmaramyo Pi Ariramata Bhagavatam 10.29.42 Bhagavatam 10.33.25 Bhagavatam 10.33.16 Und andere Texte der offenbarten Schriften machen deutlich, dass die Freude am eigenen Selbst die essentielle, unverkennbare Eigenschaft Krishnas ist. Krishna veranlasst in seinem majestätischen Chit-Reich die Sichtbarwerdung seiner eigenen Chit-Energie als Lakshmi und erfreut sich ihrer Gesellschaft als seine Ehegefährtin. Da dort das Gefühl ehrlicher Gemeinschaft überwiegt, entfaltet sich der Rasa in natürlicher Form nur bis zur Beziehung des Dienens, Dasya Rasa. Doch in Goloka teilt Krishna seine Chit-Energie in tausende von Gopis auf und vergnügt sich mit ihnen ewig in transzendentalen Spielen der Liebe, bei denen Besitzgefühle völlig in Vergessenheit geraten. Solange das Gefühl vorherrscht, jemanden zu besitzen, kann sich der Rasa der extremen Unzulänglichkeit nicht entfalten. Die Gopis haben daher seit Ewigkeit das natürliche innewohnende Gefühl, die Ehefrauen anderer zu sein. Krishna erwidert dieses Gefühl, indem er die Rolle des Liebhabers spielt und den Rasatanz und andere Liebesspiele mit Hilfe der Flöte seines geliebten Busenfreundes durchführt. Goloka ist der transzendentale Sitz ewig selbstverwirklichten Rasas, der jenseits aller beschränkten Vorstellungen liegt. Deshalb existiert der Rasa der geheimen Liebesbeziehung auch in Goloka, und zwar als eine auf Gefühlen beruhende Gemütsverfassung. Im Reich von Vaikuntha wiederum ist die Natur des Prinzips majestätischer Erhabenheit derart, dass es dort keinen Rasa elterlicher Zuneigung zum Ursprung aller Avataras gibt. Doch in Goloka, dem Sitz der höchst exquisiten Köstlichkeit, gibt es die ursprüngliche, ich-bezogene, vom Gefühl geleitete Vorstellung eben dieses Rasa. Nanda und Yashoda sind dort gegenwärtig, aber es findet keine Geburt statt. Und da es ohne Geburt keine wirkliche Elternschaft geben kann,
beruht Nandas und Yashodas elterliche Zuneigung in Goloka auf ihren persönlichen Gefühlen. Dies wird in Versen zum Ausdruck gebracht wie Jayati, Jana, Nivaso, Devaki Janma, Vada. Diese ihnen eigenen Gefühle sind jedoch ewig und dienen als Nährboden des Rasa. Wenn im Rasa romantischer Liebe die entsprechenden persönlichen Gefühle wilder Ehe und Liebhaberschaft ebenfalls nur ewige Empfindungen sind, gibt es an ihnen nichts auszusetzen und sie stehen auch nicht im Widerspruch zu den offenbarten Schriften. Wenn diese beiden in Goloka vorhandenen transzendentalen Entitäten in Viraja sichtbar werden, sind sie für den in der Welt der Phänomene verwurzelten weltlichen Betrachter etwas augenfälliger. Aber das ist auch der einzige Unterschied. Im Rasa elterlicher Zuneigung werden die Gefühle Nandas und Yashodas, Eltern zu sein, in Spielen wie der Geburt Krishnas sichtbarer, während sich im romantischen Rasa die entsprechenden Gefühle wilder Ehe bei den jeweiligen Gopis in Form ihrer Eheschließungen mit Abhimanyu, Govardhan und anderen Kuhhirten zeigen. In Wirklichkeit aber gibt es weder in Goloka noch in Gokula so etwas wie Ehemänner der Gopis. Aus diesem Grund erklären die Shastras, dass es zwischen den Gopis und ihren Ehemännern zu keinem sexuellen Kontakt kommt. Aus dem gleichen Grund schreibt auch Sri Rupa, der anerkannte Lehrer des Rasa-Prinzips, dass es im transzendentalen Liebesrasa zweierlei Helden gibt, den Ehemann und den Geliebten. Patish, Kopa Patish, Cheti Prabidav, Iha, Vishrutav Iti. Sri Jiva bestätigt in seinem Kommentar zu diesem Shloka Krishnas ewige Beziehung als Geliebter in Goloka und Gokula, sowie dessen Beziehung als Ehegatte in Vaikuntha und Dwaraka. Der Herr von Goloka und der Herr von Gokula verkörpern den Charakter des Liebhabers in vollendeter Form. Krishna geht über den Zustand der Freude an seinem eigenen Selbst absichtlich hinaus, wenn er den Wunsch hegt, sich mit der Ehefrau eines anderen zu vereinigen. Das Bewusstsein, die Frau eines anderen zu sein, ist nichts weiter als eine auf Gefühlen beruhende Vorstellung der Gopis. In Wirklichkeit haben sie keine unabhängig und gesondert existierenden Ehemänner. Dennoch führen ihre ihnen ganz eigenen Empfindungen dazu, sich als Frauen zu fühlen, die mit anderen verheiratet sind. Als Merkmale wie das Verlangen, das den Geliebten dazu treibt, die Grenzen der Moral zu überschreiten, sind am Ort der allumfassenden Köstlichkeit ewig vorhanden. In Viraja, Gokula, offenbaren sich die gleichen Dinge bis zu einem gewissen Ausmaß in einer Form, die für Menschen mit weltlicher Sichtweise eher wahrnehmbar ist. In Goloka gibt es also einen unbegreiflichen gleichzeitigen Unterschied und Nichtunterschied zwischen den Rasas, die der geheimen Liebesbeziehung und der Ehebeziehung entsprechen. Es lässt sich mit gleichem Recht sagen, dass in Goloka zwischen den beiden kein Unterschied besteht und dass ein solcher Unterschied besteht. Die Essenz der Liebhaberbeziehung besteht darin, dass es bei ihr keinen Besitzanspruch mehr gibt und dieses nachlassende Besitzgefühl führt dazu,
dass sich Krishna mit seiner persönlichen Chit-Energie als Liebhaber außerhalb der gültigen Ehebindung vergnügt. Sowohl die Liebhaber als auch die Ehebeziehung existieren dort als ein und derselbe Rasa, der aber beide Spielarten in sich vereinigt. In Gokula ist es im Grunde der gleiche Rasa, mit dem Unterschied, dass bei auf der weltlichen Ebene lebenden Betrachter ein anderer Eindruck entsteht. In Govinda, dem Helden von Goloka, findet man sowohl die Beziehung als Ehegatte wie auch die Beziehung als Liebhaber. Doch beide liegen jenseits von fromm und unfromm und haben nichts mit Lasterhaftigkeit zu tun. Ebenso verhält es sich auch mit dem Helden von Gokula, obgleich der Einfluss Yogamayas einen anderen Eindruck vermittelt. Jemand mag mit Nachdruck die Ansicht vertreten, alles von Yogamaya Geschaffene sei die höchste Wahrheit, da es sich um eine Schöpfung der Chit-Energie handle. Und deshalb sei auch die sogenannte Liebhaberbeziehung wahr und echt. Die Antwort hierauf lautet, dass es beim Kosten von Rasa sehr wohl eine Gefühlsregung geben mag, die einem sentimentalen Egoismus äußerlich zu ähneln scheint und doch von jeder Art von Vergehen frei ist, weil sie ihre Grundlage in der absoluten Wahrheit hat. Doch der ungesunde Eindruck, der durch die weltliche Betrachtungsweise entsteht, ist anstößig und kann deshalb im reinen Chit-Reich nicht existieren. Tatsache ist, dass Sripada Jiva Goswami zur wahren Schlussfolgerung gekommen ist. Gleichzeitig aber ist der Befund der anderen Seite unbegreiflicherweise ebenfalls wahr. Es sind die zu nichts führenden empirischen Streitereien um das Ehefrau-Dasein und die wilde Ehe, die falsch und von nichtssagenden Scheinargumenten geplagt sind. Wenn man die Kommentare Sripad Jiva Goswamis und der Gegenseite ohne Vorurteile analysiert, wird man eine aus echten Zweifeln entstandene Protesthaltung nicht aufrechterhalten können. Was immer die unverfälschten Geweihten des höchsten Herrn sagen, ist wahr und von jeder Inbetrachtziehung abträglicher Pros und Kontras unabhängig. Ist in ihren verbalen Kontroversen ein Mysterium enthalten. Diejenigen, deren Urteil auf weltlichen Überlegungen beruht und die aufgrund ihres eigenen Mangels an unverfälschter Hingabe nicht in der Lage sind, in den Geist der allliebenden Kontroversen und reinen Vaishnavas einzudringen, neigen dazu, den Geweihten ihre eigenen Unzulänglichkeiten der Parteilichkeit und widersprüchlichen Ansichten zuzuschreiben. Der große Gottgeweihte Sripad Vishwanath Chakravarti hat achtungsvoll und vorbehaltlos alles akzeptiert, was Sripad Sanatan Goswami schlüssig in seinem Vaishnava Tosani mit Bezug auf den Kommentar zum Shloka des Rasa Panchat Yai Gopinam Tat Patinam Cha geschrieben hat. Immer wenn hinsichtlich der reinen kognitiven Spiele wie der Lilas in Goloka ein Streit entsteht, täten wir gut daran, uns an den wertvollen Rat zu erinnern, der von den heiligen Lippen Sriman Mahaprabhus und seiner Gefährten der Goswamis kam, dass nämlich die absolute Wahrheit, der persönliche Gott, stets durch spirituelle Vielfalt charakterisiert ist, welche die Vielfalt weltlicher Phänomene transzendiert. Er ist niemals ohne Eigenschaften. Der göttliche Rasa
dessen Lieblichkeit auf den mannigfaltigen Formen der vier Bestandteile Vibhav, Anubhav, Sattvika und Vyabhichari beruht, ist in Goloka und Vaikuntha ewig zu finden. Dieser Rasa Golokas manifestiert sich zum Segen der Gottgeweihten durch die Macht Yogamayas auf der weltlichen Ebene als Vraja Rasa. Man kann davon ausgehen, dass alles, was im Gokula Rasa zu beobachten ist, auch im Goloka Rasa in klarer und deutlicher Form sichtbar ist. Folglich existieren der Unterschied zwischen Liebschaft und Ehe, die mannigfaltigen Rasas in den verschiedenen Geweihten, das Land, das Wasser, Flüsse, Berge, Säulengänge, Lauben, Kühe und so weiter, all diese Merkmale Gokulas auch in Goloka in entsprechender Form. Das Besondere ist, dass die weltlichen Auffassungen von Menschen, die transzendentale Entitäten nach materiellen Kriterien beurteilen, dort nicht existieren. Goloka manifestiert sich dem Gottgeweihten auf unterschiedliche Weise, und zwar je nach dem Grad seiner Erkenntnis der vielfältigen Spiele Vrajas. Und es ist sehr schwer, ein definitives Kriterium festzulegen, das bestimmt, welche Teile dieser Spiele weltlich und welche unverunreinigt sind. Je mehr das Auge der Hingabe mit Liebe gesalbt ist, desto mehr wird sich die transzendentale Sicht von selbst einstellen. Es erübrigt sich also, weiter hypothetischen Spekulationen nachzuhängen, die unsere spirituelle Wertschätzung ohnehin nicht vertiefen. Denn das substanzielle Wissen über Goloka liegt jenseits unseres Begriffsvermögens. Der Versuch, dem Unbegreiflichen durch Denkmodelle näher zu kommen, gleicht dem Dreschen von Spreu, ein Unterfangen, das mit Sicherheit ein fruchtloses Ende haben wird. Es ist deshalb unsere Pflicht, den Versuch zu unternehmen, die Transzendenz durch die Kultivierung reiner Hingabe zu erfahren und davon Abstand zu nehmen, alles ergründen zu wollen. Jeder Weg, der die Vorstellung fördert, die absolute Wahrheit sei eigenschaftslos, muss unter allen Umständen vermieden werden. Unverfälschter Parakya-Rasa, frei von allen weltlichen Vorstellungen, ist ein höchst seltenes Gut. Es ist diese Beziehung, die in den Erzählungen von den Spielen Gokulas beschrieben wird. Gottgeweihte, die sich von ihrer reinen, spontanen Liebe leiten lassen, sollten für ihre hingebungsvollen Bemühungen diese Erzählungen als Grundlage nehmen. Sie werden die natürliche, fundamentale Wahrheit erkennen, wenn sie die Stufe der Vollkommenheit erreichen. Angebliche, hingebungsvolle Tätigkeiten, die das Wesen unzulässiger Liebesbeziehungen haben, diese von weltlich gesinnten, bedingten Seelen unterhalten werden, sind verbotene, unfromme Handlungen. Das Herz unseres Acharya, Sripad Jiva Goswami, litt sehr angesichts solcher Praktiken und dies veranlasste ihn, uns seine schlüssigen Erklärungen zum Thema zu vermitteln. Es ist die Pflicht eines reinen Vaishnava, den wahren Geist seiner Ausführungen zu akzeptieren. Es ist ein schweres Vergehen, den Acharya nicht zu achten und eine ihm widersprechende andere Lehre einführen zu wollen.